Bloß weg von Berlin, Tag und Nacht Crew, JJ Fabrizio wollen Neuanfang starten. JJ und Fabrizio gehen den nächsten großen Schritt bei Berlin, Tag und Nacht. Seit einigen Monaten sind JJ und Fabrizio nun schon zurück bei Berlin, Tag und Nacht. Haben sich dort nach langem Hin und Her ihre Gefühle füreinander eingestanden und sind nach JJs geplatzter Hochzeit endlich zusammen. Die beiden schweben auf Wolke 7 und so ist es nicht verwunderlich, dass sie über ihre gemeinsame Zukunft nachdenken. In der Freitagsfolge sprechen sie über den nächsten großen Schritt, in den letzten Wochen lebten beide mit Joe und Co. am See, nun wollen sie ihr Liebes-Comeback ernsthaft angehen und gemeinsam einen Neuanfang wagen. BTN, JJ und Fabrizio planen Neuanfang ohne ihre Freunde. Wir haben heute Morgen beschlossen, dass wir zusammenziehen wollen, erklärt JJ wenig später euphorisch in der Schnitte dem verblüfften Rick. Dessen Kundin, Tara, bekommt das Gespräch der beiden mit und erklärt, dass unter ihrer Wohnung eine andere Butze frei werde. JJ wittert ihre Chance, schöne Lage, 70 Quadratmeter, das klingt nach ihrem Traumdomizil. Prompt macht sie einen Besichtigungstermin aus. Als sie am Abend ihrem Freund von der Entdeckung erzählt, fällt der aus allen Wolken, wie sollen denn bei 70 Quadratmetern noch Joe, Ole und Paula in die Wohnung passen? JJ fühlt sich vor den Kopf gestoßen, ich dachte, nur für dich und für mich. Aber dann sehen wir sie vielleicht nur einmal im Monat oder so, antwortet Fabrizio entrüstet, der seine Familie gerne nonstop um sich hätte. Enttäuscht und wütend zieht JJ ab. Meint Fabrizio es etwa nicht ehrlich mit ihr? Als Fabrizio später mit Paula redet, wäscht diese ihm den Kopf. Schließlich sieht der Italiener ein, dass JJs Idee gar nicht so unbegründet ist. Dennoch fällt es ihm schwer, sich mit dem Gedanken an eine Zweier-Wohnung anzufreunden. Hier zu leben ist wie ein ewiger Junggesellenabschied. Später gibt Fabrizio sich dann doch einen Ruck. Gegenüber JJ erklärt er, es mit dem gemeinsamen Wohnen versuchen zu wollen. Während JJ happy ist, hofft Fabrizio insgeheim, dass seine Freundin bald ein anderes Projekt findet, dem sie ihre Aufmerksamkeit schenkt.